Thank you.
Oliver Leicht an der Klarinette, der elektrischen Klarinette. Wow, wir freuen uns sehr, hier zu sein bei dem fantastischen Deutschen Jazzfestival in Frankfurt. Wir sind ein Trio, das es schon sehr lange zusammen gibt. Wir spielen mittlerweile seit 15 Jahren zusammen und mit dieser wunderbaren Band spielen wir seit 2 Tagen zusammen. Aber es macht total Spaß, diese Musik neu zu erleben für uns. Wir kennen viele dieser Stücke schon lange und ich habe vor einigen Monaten diese Einladung bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und dann wurde ich mit Jim McNeely in Verbindung gebracht und ich habe mir dann überlegt, welche Stücke passen könnten und habe ihm eine Reihe von Stücken geschickt. Ich glaube, es waren 8 und habe gesagt, schau doch mal, was sie mit dir machen. Hier sind Aufnahmen, hier sind Noten und dann guckst du mal, zu welchen du dich hingezogen fühlst und wozu dir was einfällt. Und ich habe dann erst letzte Woche wieder was von ihm gehört. Das war eigentlich lustig, weil ich bin jetzt hier hingefahren und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was passiert. Und er hat mir dann gesagt, ja, ich habe jetzt einfach alle Stücke arrangiert. Fand ich gut. Und wir haben angefangen mit einem Stück, was zu hören ist auf einer EP, die sich Descent nennt. Und das Stück heißt Elevate. Zu hören an der Rhythmusgruppe. Das gefeaturete Trio ist neben mir Robert Landfermann am Kontrabass. Und am Schlagzeug Jonas Burgwinkel. Diese fantastischen Arrangements stammen von Jim McNeely. Wir machen weiter mit einem älteren Stück aus dem Trio-Repertoire, was sich Amedea nennt. Seitdem ich Vater bin, seit ungefähr 7 Jahren, habe ich nicht mehr so Schwierigkeiten, Titel zu finden, weil meine Kinder sich ganz tolle Sachen ausdenken. Und Amedea war eine Wortschöpfung meiner Tochter Elsa, die gerade anfing, sprechen zu lernen im Jahre 2015, glaube ich. Und sie sagte immer wieder Amedea, Amedea. Das schien für verschiedene Anwendungen gebräuchlich zu sein. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was heißt denn jetzt eigentlich Amedea? Und dann hat sie auf ihr Herz gezeigt und sagte, Amedea. Und dann habe ich gesagt, danke, das nehme ich jetzt als Stücktitel. Amedea. Thank you.
Vielen Dank. HR Big Band. Vielen, vielen Dank. Sie hörten eben Heinz-Dieter Sauerborn. Danke sehr. Danke sehr. Um kurz noch mal kurz zurückzugehen, wir haben auch davor in dem Stück Steffen Weber gehört, Oliver Leicht, Günter Bollmann und Axel Schlosser. Das ist cool, wenn man die Namen sagt, dann stehen die auf. Das finde ich gut. Funktioniert das beim Publikum auch? Henning Berg! Ah, schade. Ich habe dich gesehen, Henning, du bist da. Vielen Dank fürs Kommen. wir machen weiter. Das war gerade ein Stück von meinem Vater, Peter Held. Der hat wunderbare Musik geschrieben, hauptsächlich für Soloklavier. Und ich habe es arrangiert für Klaviertrio und dann eine etwas größere Besetzung. Und Jim McNeely hat es jetzt für diese wunderbare Besetzung umarrangiert, Worksong. Wir machen weiter mit einem Stück, was ich geschrieben habe, für unsere letzte Platte mit dem Trio und einem wunderbaren Gitarristen Nelson Veras. Das Stück heißt Forest Spirits und die Hintergrundgeschichte spare ich mir jetzt auf. Viel Spaß beim Spielen. Thank you.
Volle war leicht. Und Christian Jaxö. Vielen, vielen Dank. Forest Spirits. Vielleicht hat jemand auch diese Geister gehört, die ich mir schon beim Komponieren so ein bisschen vorgestellt habe. Die hat auf jeden Fall Jim McNeely schön zum Leben erweckt. Wir machen weiter mit einem weiteren Stück von meinem Vater mit dem Titel Poem Nummer 6. Es gibt einige Poems und einige haben wir auch schon auf unseren CDs aufgenommen, die habe ich umarrangiert. Und es ist schon seit langer Zeit ein Teil des Trio-Repertoires, teilweise klassische Stücke mit aufzunehmen, teilweise auch Standards und eben auch Stücke von meinem Vater. Und das ist eins davon auch zu hören auf unserer CD Ascent. Und viel Vergnügen mit Poem Nummer 6. Thank you.
Dankeschön. Thank you. Thank you. Good evening from me and from the band. It's such a pleasure to be playing for you here tonight, and especially with this music and this great trio, the Pablo Held Trio. Amazing. And thank you. I thought it would be nice to introduce the whole band to you, just so we can get to know who everyone is. In the trumpet section, we have Thomas Vogel on lead trumpet, Frank Vellert, Martin Auer, and Axel Schlosser, the trumpet section. In the trombones, we have from left to right, Felix Fromm, lead trombone, Günther Bowman, Kristen Jakscho, and Robert Hedemann on bass trombone and tuba. In the saxophone section, first, Tony Lakatos, who is here in his final last appearance with the band. Finally, he's back. Thank you. And his colleagues, Oliver Leicht on clarinet and saxophone, lead alto Heinz-Dieter Sauerborn, Stefan Weber, and Rainer Heute. And then all the way in the back there, Martin Scales on the guitar. And once again, I'd like to acknowledge these fine musicians. Robert LANDFERMANN on the bass. And JONAS BURGWINKEL on the drums. And pianist and composer Pablo Held. Now we will do an arrangement of another of Pablo's songs. This is called Nocturne. Thank you.
Martin Hauer. Robert Landfermann. Und der wunderbare Toni Lakatosch. Toni Lakatosch. Soll er noch ein Solo spielen? Er spielt beim nächsten Stück noch ein bisschen, weil es so schön ist. Wir kommen zum letzten Stück des Abends. Ich muss noch mal sagen, was das für uns für eine wunderbare Erfahrung ist, hier zu sein und mit dieser Band zusammenzuarbeiten. Und vor allen Dingen auch mit diesem wunderbaren Komponisten, Arrangeur Jim McNeely zusammenarbeiten zu können, ist total spannend. Und ich glaube, wir haben die Zeit wohl genutzt, ihn kennenzulernen und von ihm lernen zu können. Er hat natürlich wahnsinnig viel erlebt und hat mit vielen von meinen Helden zusammengearbeitet. Und das ist dann einfach schön, wenn man die Zeit nutzen kann und einander kennenlernen kann und dann von so jemandem lernen kann. Ich möchte nochmal um einen großen Applaus bitten für den wunderbaren Jim McNeely. Danke. Und noch ein bisschen weiter zu schwärmen, es ist auch nicht ganz selbstverständlich, dass wenn jemand etwas für so eine kleine Band, die relativ frei im Umgang mit musikalischen Parametern handelt, etwas schreibt, dass das dann auch so gut funktioniert. Und es war wirklich so, ich habe ihn dann auch ein bisschen gefragt, wie er das denn eigentlich so gemacht hat. Und er hat sich unsere Musik wohl wirklich schon seit einigen Monaten einfach dann angehört und hat sich versucht, in unsere Welt reinzufinden. Und wie gesagt, wir haben erst dann vor einer Woche dann mal kurz so geskypt und geguckt, was dann jetzt eigentlich so passieren könnte. Dann habe ich auch gefragt, brauchen wir die Noten? Sagt er, nö, ihr spielt einfach so, wie ihr sonst auch spielt. Und gerade nach diesem Satz könnte man ja denken, so, okay, dann, wir sollen jetzt einfach so spielen, wie wir sonst spielen, und dann können wir auch alleine spielen irgendwie. Aber eben nicht, weil wie er das dann eingefasst hat mit der Band, ist was ganz Besonderes und wir sind total dankbar dafür. Also danke, dass wir hier sein können. Das letzte Stück heißt Unlocking Mechanism, inspiriert von der Trio-Liebe für Computerspiele und Rätsel in Computerspielen. Wenn diese Rätsel dann gelöst werden, dann öffnet sich manchmal ein riesiges Portal. Und an diese Portale und Rätsel musste ich denken, als ich das Stück geschrieben habe. Die Liebe nach den Computerspielen hört auch nicht auf. Wir haben auch in den letzten Tagen im Hotel gegeneinander Computer gespielt. Und Unlocking Mechanism ist ein Resultat dieser Liebe. Bevor wir das spielen, möchte ich noch mal kurz diese wunderbare Band zum Aufstehen bewegen. Die hr-Bigband! Unlocking Mechanism, viel Spaß! Ach so! Ich möchte noch mal mein Trio vorstellen, es macht so viel Spaß. JONAS BURGWINKEL am Schlagzeug. Und Robert LANDFERMANN, vielen Dank. Thank you.
Pablo Held. Robert Landfermann. Jonas Bergwinkel. Drums. And the hr-Bigband. Stefan Weber on the tenor saxophone. Thank you very much. Dankeschön. Pablo.
hr-Bigband und Jim McNeely. JONAS, BURGWINKEL, Robert LANDFERMANN, Pablo Held. Vielen, vielen Dank.